Ein Kanal aus der Kaiserzeit, idyllisch und kurvenreich, der Elbe-Lübeck-Kanal, die Wasserverbindung zwischen Hamburg und Lübeck. Dieser beschauliche Kanal soll nun ausgebaut werden für große Frachtschiffe, für rund 800 Millionen Euro. Könnte man annehmen, die Binnenschiffer fordern das, brauchen mehr Platz. Aber weit gefehlt. Und beim genauen Hinschauen drängt sich die Frage auf, ob sich da ein Politiker nicht doch ein Denkmal setzen will. Morgens um kurz nach 6 Uhr. Kapitän Matthias Pfingst bricht in Lübeck auf. Sein Schiff, die MS Wels, hat 750 Tonnen Holz geladen. Die müssen nach Wittingen in Niedersachsen. Es geht über den Elbe-Lübeck-Kanal. Das ist alles noch ein bisschen 20 Jahre zurück oder 30 Jahre zurück von der Schifffahrt. Alles sehr gemütlicher. Hier kann man nicht schnell fahren. Die Schleusenwärter, das ist alles noch ein bisschen. Ja, sehr persönlich, man kann die Schleusenwärter hier alle. Matthias Pfingst ist einer der wenigen Kapitäne, die hier unterwegs sind. Selten muss er richtig rangieren in diesem Kanal aus der Kaiserzeit. Ist das knapp jetzt? Ja. Frachtschiffe kommen ihm im Kanal kaum entgegen. Denn die meisten Güter rollen ohnehin über Straße und Schiene. Wie viele Schiffe hier genau fahren, beobachten wir im April knapp 3 Tage lang. In dieser Zeit kommen nur 10 Frachtschiffe vorbei, also rund 3 Schiffe am Tag. Jetzt soll der Kanal für größere 110 Meter lange Schiffe ausgebaut werden. Bisher können die hier nicht durchfahren. Doch ist das wirklich nötig? In Lübeck, am Anfang des Kanals, treffen wir die Verkehrspolitikerin Valerie Wilms. Sie hält den Kanalausbau für übertrieben. Entschuldigung, wir haben gar keinen Bedarf hierfür. Wir kriegen alles wegtransportiert aus dem Lübecker Hafen. Dazu brauche ich hier nicht so ein Spielkram und einen historisch zwar wertvollen und für die Sportschifffahrt sehr interessanten Kanal hochzurüsten auf irgendein System, wo dann auch noch Riesenschiffe durchfahren können. Das tut nicht Not. In Lauenburg treffen wir den Mann, der mit dem Kanal Großes vorhat. Norbert Brackmann sitzt im Haushaltsausschuss des Bundestags. Den hat er überzeugt, um Geld für den Ausbau in seinen Wahlkreis zu holen. Nur größere Schiffe mit mehr Ladung sind heute noch wirtschaftlich zu betreiben. Würden wir nichts machen, wäre das sichere Aus des Kanals. Würde aber eben auch bedeuten, dass Güterschifffahrt zwischen Hamburg und Lübeck hier praktisch nicht mehr stattfinden könnte, perspektivisch. Nach derzeitiger Planung soll der Kanal für 838 Millionen Euro ausgebaut werden. Das Absurde, so viel Geld wird er wohl nicht wieder einspielen. Denn offizielle Prognosen sagen voraus, jeder Euro, der in den Ausbau fließt, wird später nur zur Hälfte von der Wirtschaft wieder reingeholt. Kaum ein vergleichbares Projekt aus dem Bundesverkehrswegeplan hat ein so schlechtes Nutzen-Kosten-Verhältnis. Da ist es eben an der Politik zu sagen, wir wagen den großen Sprung in die Zukunft mit all den Ungewissheiten, die wir haben und auch mit einem heute schlechten Nutzen-Kosten-Verhältnis. Ein weiteres Problem, was passiert mit dieser Lübecker Hubbrücke? Lange Schiffe passen hier durch, aber wohl nicht, wenn sie richtig hoch beladen sind. Doch bauliche Änderungen dürften schwer werden. Die Brücke steht unter Denkmalschutz. Wir haben es hier auch mit einem technischen Museum zu tun. Und das reicht. Das erhalten wir, aber wir bauen es nicht aus, weil Bedarf ist definitiv nicht da. 838 Millionen Euro für einen Wunschtraum. Niedrige Brücken, fehlender Bedarf. Für Norbert Brackmann ist offenbar alles lösbar. Ihm kann es mit dem Ausbau nicht schnell genug gehen. Und die Bauplaner stehen schon bereit. Die Entscheidung ist für die Zukunftsorientierung für einen Ausbau gefallen. Und deswegen muss jetzt die Planung zügig begonnen werden. In einem ersten Schritt haben wir deshalb 20 Planstellen bereitgestellt. Hier für den Standort Lauenburg wird sich zunächst einmal ändern, dass das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, wie es jetzt in unserem Hintergrund ist, erweitert werden muss. In dem rückwärtigen Bereich, den wir dort sehen, wird eine weitere Welle angebaut. Doch selbst die eigene Branche ist skeptisch.
Jens Schwanen ist der Geschäftsführer des Verbandes der Binnenschiffer. Er meint, es gäbe viel wichtigere Projekte. Dass der Elbe-Lübeck-Kanal so exklusiv bevorzugt behandelt worden ist im Haushaltsausschuss, ist für mich nicht nachvollziehbar. Jens Schwanens größtes Problem: Überall fehlen Fachkräfte. Darum kommen viele wichtige Wasserstraßenprojekte nicht schnell genug voran. Ausgerechnet der Ausbau des Elbe-Lübeck-Kanals binde nun wichtiges Personal. Die Planer wären definitiv nach meiner Überzeugung da wichtiger, einen Ansatz zu bringen, wo tatsächlich heute die relevanten Gütermengen stattfinden und wo wir Kapazitätsengpässe haben. Das wäre zum Beispiel die Fahrrinnenvertiefung am Rhein. Da besteht ein eklatanter Personalmangel. Da gehört das Personal eingesetzt, da gehört das Geld eingesetzt. Das wären für uns die vordringlichen Maßnahmen. Nicht nur der Verband der Binnenschiffer sieht das Projekt eher kritisch. Auch der zuständige Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium distanziert sich davon. Wir treffen Enak Ferlemann am Rande der Maritimen Konferenz in Hamburg. Der Elbe-Lübeck-Kanal ist kein Projekt des Bundesverkehrsministeriums. Er ist aus der Mitte des Haushaltsausschusses gekommen und dort auch dann beschlossen worden, umgesetzt worden, auch mit Mitteln schon dotiert worden, was die Planung angeht, auch was die Stellen angeht für diesen Kanal. Wir hätten den nicht in der obersten Kategorie gehabt, ganz klare Aussage. Wir haben da andere Schwerpunkte, aber der Haushaltsausschuss hat sich das so gewünscht und das akzeptieren wir und jetzt wird das mit Volldampf angegangen. Ein sehr teures Verkehrsprojekt wird im zuständigen Ministerium offenbar für nicht so wichtig erachtet. Dennoch muss der Staatssekretär den Ausbau angehen. Kritiker wie Valerie Wilms vermuten hinter dem Projekt persönliche Motive. Der Ausbau bringt sowieso überhaupt nichts. Außer ich schaffe mir ein Denkmal, weil ich Geld in meinen Wahlkreis gebracht habe. Nur dafür ist das da. Und dafür sind wir als Abgeordnete des Bundestages nicht da. Gelder in die Wahlkreise, in einen Wahlkreis, in meinen eigenen Wahlkreis zu schütten. So, ich habe eine Aufgabe für die Bundesrepublik Deutschland. Ich betrachte das im Gegenteil als ein Lob, dass ich für den Wahlkreis etwas erreichen konnte. Und es ist ja auch nichts Persönliches. Es ist nicht mal etwas, was ich zu meinen Lebzeiten noch fertiggestellt, bewundert oder nutzen kann. Ein Kanal, dessen große Zukunft bisher nur wenige sehen. Am Ende ist es ein Beispiel dafür, dass Steuergeld offenbar nicht immer dahin fließen muss, wo es am dringendsten gebraucht wird. Wir sind eins. ARD.